Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im Grow Level Up, meine lieben Freunde. Und wir sind jetzt, das müsste schon die letzte Folge sein, ne? Wir sind auf jeden Fall jetzt schon in der letzten Folge. Wir haben gut 3 Aufträge durchgeballert. Das wird uns eine Menge an XP geben. Damit werden wir auf jeden Fall im Ranking hochrutschen, meine lieben Freunde. Und ja, wir haben auch schon ein gutes Level gemacht. Wir sind jetzt schon Level 15. Und ja, haben, denke ich, gut aufgeholt. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Und diese 3 müssen ja auch noch abgegeben werden. Nee, warte mal. Ja, doch. Weiß ich jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall kriegen wir hierfür ja auch noch XP. Also, da wird noch einiges zusammenkommen. Ich freue mich da drauf. Wir holen nämlich echt gut auf. Komm! Schlumpf gehört, tschüss, danke, dass du da warst, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, ich mit Sea of Thieves, ich schreibe dich an. Oder füg dich gleich in die Gruppe hinzu, wenn ich sie erstelle. Ist dann auf dem Discord ein extra Channel. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eine gute Nacht. Wow. Sie fällt hier 4 Ballen bekommen, ey. Softmaker, was geht denn bei dir? Alles klar? Wir haben ziemlich... Ja, egal. Hab gerade gemerkt, dass das Schwachsinn ist, war ja Zane World. So, wo muss der Quatsch jetzt hin? Alles verkaufen. Wo ist denn alles verkaufen, Digga? Kann ich mir das anzeigen lassen? Wo das hin muss? Wo blinkt es denn?
Ja. Da, wo der große grüne Strahl vom Himmel runter ballert. Hey, was haben wir denn da? Insgesamt 6 Ballen, ne? Die Aliens weisen den Weg, ja, ohne Scheiß. So. Dahin geht's ab! Fertig! Yay, wunderbar! Ja, ich bin gerade dabei. Ich habe gerade ganz viel Wolle abgegeben. Ja. Und jetzt habe ich gedacht, wenn ich gerade dabei bin, dann verkaufe ich auch noch ganz schnell hier unseren Honig. Ja. Magst du dich dann einmal kurz in der Hohen Kammer melden, dass wir die XP für die 2 Aufträge kriegen? Ja. Ich weiß ja nicht, wollen wir noch einen machen? Schaffen wir noch einen? Wird schwierig, aber wir können es probieren. Ich weiß ja nicht, wir müssen uns ja mal auch mal Gedanken machen, was wir nächste Woche für aufnehmen wollen. Also, ich sag's dir, wie es ist, ne? Ich bin immer noch von den Aufträgen komplett begeistert. Ich ehrlich gesagt auch. Mit nichts anderem hätten wir heute so viel XP gemacht. Das ist es. Also, mir gefällt das auch sehr gut und ich habe auch, sehe auch hier Fortschritt drin. Also, deswegen, ich würde es weitermachen. Ja, perfekt. Dann sind wir uns da einig. Weil das Futter brauchen wir für unsere Schafe. Wenn die Wolle mal irgendwann ballert, dann haben wir da richtig gut. Und ja, wenn ich das jetzt richtig sehe, dann ist Feld 5 ist im nächsten Monat erntereif, ne? Kommen wir in der nächsten Woche dann schon noch in den darauffolgenden Monat? Wir werden es jetzt heute noch schaffen. Na, wir sind ja jetzt schon im Mai. Ach jo. Aber ich meine, kommen wir dann schon in den noch nächsten Monat? Ja. Aber wir werden auch wieder so zum Ende hin dahin kommen. Also wir werden vorher nicht, ja. Okay, also werden wir nicht mehr ernten. Nee. Gut, das heißt also, das würde sich da wahrscheinlich jetzt nicht lohnen, den Mähdrescher auszuleihen. Nee. Was waren das Dritte? Was ausleihen, dann irgendein anderes Team manipulieren, dass sie irgendwas nicht benutzen dürfen. Und was war das Dritte? Weißt du das gerade zufällig? Naja, Moment. Bei den Perks meinst du, ne? Genau, ja. Einen Moment. Also, wenn du gerade da drin bist, dann kannst du auch super gerne mal... Oh, wer, der stößt mich jetzt an. Oh mein Gott, geht weg. Wenn du gerade da drin bist, könntest du super gerne auch mal diese ganzen, da müssten jetzt irgendwie richtig viele Wolle-Quests sein. Ich glaube 3. 3 Quests für Wolle-Abgabe und eine Quest, diese Quest mit dem 5000 Litern aus dem eigenen Tierstall. Ja. Dass du die einfach mal alle annimmst. Also 5000 Liter Wolle. Genau, und dann die 3, da müssten jetzt 3 Quests noch sein, dass ich Wolle liefere. Produziere und liefere aus deiner Produktion 5000 Liter am Unternehmer. Wahrscheinlich die auch, ne? Nee, warte mal. Nee, Produktion ist es ja nicht. Ist ja nur Tierstall. Ja, ist doch. Nee, das zählt nicht, glaube ich. Das musst du aber zählen. Aber dann würden wir ja mit einer Lieferung 2 Quests abschließen. Ja, das kläre ich gleich ab. Ich nehme die erstmal an. Wenn das nicht so ist, dann sage ich, die sollen die uns bitte wieder zurückstellen. Okay, ja, gut. Aber sind da 3 Quests mit Wolle? Ja. Genau, dann die auch alle annehmen.
Was ist denn mit der Quest hier? Liefer 5000 Liter Ware aus deinem Tierstall, ausgenommen Gülle oder Mist. Ja, das ist ja das, was ich mir gerade gemacht habe. Das solltest du annehmen. Ja. Genau, das ist das, was ich meinte. Wir haben aber auch noch hier unten nochmal ein mit Wolle. Also wir hätten vier Quests, die wir mit einmal abschließen könnten. Warte ja, mal. Ja, ja. Dreimal mit Literangaben, ne? Und einmal das mit dem Tierstall. Also, hä? Warte mal eben. Ich habe jetzt die angenommen hier mit produziere und liefere aus deiner Produktion 5000 Liter an den Unternehmer. Das kläre ich ab, das weiß ich, alles gut. Liefere 5000 Liter Ware aus deinem Tierstall, ausgenommen Gülle und Mist. Ja. Dann wieder Wolle, liefer 5000 Wolle. Ja. Dann liefer 1573 Wolle. Ja. Und dann habe ich unten noch 174 Wolle. Genau, genau, alles die klar. Alle annehmen. Okay. Ja, habe ich gemacht. Sind alle angenommen. Super, wunderbar. Dann gehe ich jetzt in die hohe Kammer, kläre das mit unserer Quest ab und kläre ja, das genau, ab mach das mal. Mit den Aufträgen. Genau. Ja, super, bis gleich. Perfekt, bis gleich. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Tag, der Damon hier. Moin. Moin. Du, wir hatten ein paar Aufträge gemacht und so. Oh, wow. Und die würden wir ganz gerne einmal die XP für bekommen. Ja, Augenblick. Karin, denk an Bilder. Genau. Das sind noch die beiden zusätzlich. Das habe ich mir aufgeschrieben. Die XP würde ich dann, sofern möglich, dann gutschreiben. Ja. Wenn Sie wollen, können Sie die Aufträge abschließen. Okay. Dann mache ich das direkt. Abschließen, abschließen, abschließen. Alle drei abgeschlossen, ja. Super. Dann machen wir das jetzt einmal so. Ich habe den Auftrag aufgegeben und Sie müssten die XP in Zukunft bekommen. Alles klar. Dann hätte ich noch eine kleine Frage zu unserer Quest. Das verstehe ich jetzt nicht ganz so richtig. Oder was heißt doch, ich verstehe das richtig, aber einfach nur eine kleine Frage dazu. Und zwar haben wir in unserer Quest oder in unser Questbuch eine Quest mit produziere und liefere aus deiner Produktion 5000 Liter an den Unternehmen. Das ist wahrscheinlich damit gemeint, dass man egal was abgibt, oder? Das ist so richtig, ja. Es zählt muss nur das? Aus einer eigenen Produktion sein. Zählt denn unser Schafstall auch als Produktion? Also kann ich die Wolle dafür auch nutzen? Oder ist meiner das Meinung nach ist das ein Produkt, was Sie erzeugt haben, ja, über Tiere natürlich, ja. Aber in dem Sinne schon, ja. Ah, cool. Ja, dann weiß ich Bescheid. Das war's dann auch schon. Super. Alles klar, vielen lieben Dank. Ich hab zu danken. Tschüss. Tschüss. Die XP gewesen, oder? Hallo. Hi. Geht klar mit der Selbstproduktion. Ehrlich? Ja, aus der Produktion. Produktion ist auch Tierstall? Ja, zählt dazu. Oh, das ist ja voll krass. Ja, ist echt krass. Jetzt dann haben wir jetzt zwei. Hä, das macht aber gar keinen Sinn. Da haben wir mit einer Abgabe zwei Quests abgeschlossen. Weiß ich ja nicht, was ich davon halten soll. Wieso? Ist so gut. Ja, also ist super, aber hätte ich niemals gedacht. So, ich habe gerade gesehen, es gibt einen Düngerauftrag. Ich würde den jetzt noch schnell annehmen, oder? Und machen. Ja, nimm mal. Düngerauftrag geht ja eigentlich immer relativ fix. Ja. Ich muss ja gleich mal den Spediteur erreichen und muss dem das noch sagen mit dem Honig noch. Und dann müssen wir nochmal relativ gut XP bekommen. Ja, pass auf. Hast du den Auftrag schon angenommen?
Ich würde es jetzt gerade machen. Ja, dann mach mal. Ja, dann fahre ich direkt hin und dann hole ich das Ding, dann kannst du in Ruhe reden. Ich bin schon hier. Ach so. Ich bin schon am Händler. Ich bin schon dahin gelaufen, ja. Ja, ich bin auch schon hier, deswegen. Ja, wir müssen nur mal kurz gucken, wo wir Dünger laden können. Aber das darfst du hier beim Händler, auch ohne Palaver. Die Reste mussten nur wieder zurückgebracht werden und dürfen nicht selbst benutzt werden. Ansonsten ist das egal. Ja, kann ich ja eh nicht mit den Geräten, genau. Von daher. Okay. Okay, aber also, ja, ja, ich weiß nicht, was du sonst noch machen. Vielleicht gibt es ja noch irgendeinen Auftrag, der schnell zu machen ist. Ja, aber wir dürfen ja keine zwei machen. Ich muss ja warten. Ja, wir dürfen ja keine zwei. Ja, stimmt. Die Idee kam mir auch gerade, ja. Ja, also du könntest das Multitool, das steht ja noch. Das steht noch. Oh Gott, jetzt habe ich nur hier keinen Kalk laden aus Versehen. Das Multitool steht noch auf dem einen Feld da von uns. Das müsste da halt irgendwie noch abgeholt werden. Ja, dann mache ich das mal eben. Okay, perfekt. Dann bringe ich Ach so, weißt du, was ich gerade gesehen habe? Mir kam gerade Wolle entgegen mit 7000 gefühlt Paletten Äpfeln. Und okay. Wir haben ja alle diese Apfelbäume. Ja. Das heißt, wir müssten, glaube ich, alle jetzt so unnormal viele Äpfel haben. Und wir, ja, und genau, vielleicht wir sollten da vielleicht mal hinfahren gehen mit dem Multitool und mal gucken, ob wir die auch verkaufen können. Kann ich machen. Sag mal, auf welches Feld war denn das Multitool? Das steht auf Feld 11. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Mach genau. Ich. Alles klar, bis jo, dann. Bis später. Tschüss. Also das bringt jetzt richtig Baller. Das ballert jetzt richtig. Das ballert richtig. Also wenn wir jetzt alle abgeben. Der Schrank auch noch weg. Nein, JCB. Du hast doch in der letzten Stream war doch eine Palette dort verbuggt. Die ging ja nicht weg, die schwebte ja in der Luft. Nach dem Server-Restart steht sie wieder da. Ich werde den nicht abgeben, weil das wäre Cheaten oder Bug-Using, weil es ist durch einen Bug passiert. Und in der Gaming-Branche ist es einfach ein ungeschriebenes Gesetz, dass man kein Bug-Using betreibt. Und daran werde ich mich auch halten und ich werde es nicht tun. Wenn da... Wer ist denn das hier? Ach, das ist mein Hofbesitzer. Warte mal. Ja, moin, Franz! Ja, hallo! Danke fürs Mitnehmen! Ja, bitte! Ist doch gar kein Thema. Wo fährst du hin? Ich wollte so diese Richtung fahren. Ich glaube, das ist richtig, oder? Das ist super, ja. Ich muss ja nicht zu Feld 11. Ich habe gesehen, dass ihr noch ein Fahrzeug da habt. Ich denke mal, da wolltest du hinlaufen, ne? Ja, genau. Ah, da steht schon. Jo! Danke! Bitte! Du Ehrenmann! Tschüss! Das war super. Hat sich hier Gras gesammelt, oder was? Oh, das ist aber noch nicht reif. Hier können wir mehr runterholen. Da würde ich aber noch mal ein bisschen warten, du. Ja, genau. Dann fahre ich jetzt runter und wechsle mal die Auflage. Ja, warte mal. Dann kann ich das ja auch eigentlich hier stehen lassen, oder? Am Feld. Weil wenn wir hier später weitermachen müssen, dann muss ich ja wieder runter und alles. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ach so, wusste ich nicht. Na, alles gut. Alles gut. Ihr entschuldigt euch immer. Höre ich mich so echt böse an, wenn ich sowas sage? Oh, da muss ich daran arbeiten. Es tut mir leid. Ich meine das nicht böse. Ich meine das nur als Info. Also, ist das echt so, dass ihr euch, dass es so sich so böse anhört oder so? So streng, ernst? Keine Ahnung. Dann entschuldige ich mich. Weil das so viele machen. Immer wenn jemand was sagt, dann sage ich, nee, aber es geht so nicht, bla bla. Ja, sorry. Ihr müsst euch doch nicht entschuldigen. Ihr wollt doch nur helfen. Okay, Anstand, ja. Ja. Hörst dich eher genervt als böse an. Also mein... Oh, nee. Oh, gar nicht. Und dann entschuldige ich mich. Nein, das ist gar nicht der Fall. 0,0.
strenger Stiefpapa. Naja. Es kam mir auch gerade die Idee, wie will ich denn die Apfelpaletten verladen, ja. Das weiß ich noch nicht. Da ich sowieso nicht hin und her springen darf, selbst wenn, müsste ich jetzt wieder runterlaufen, mir einen Frontlader holen und so weiter und so fort. An den geht kein Frontlader dran und wir haben auch leider keine andere Plattform. Also ich muss so oder so wieder zurück. Ich höre mich genervt an, okay. Seht ihr das denn alle auch so? Hört sich das genervt an? An die YouTuberinos auch. Also ich meine das null genervt. Ich denke mir dann einfach so, ja, ich gebe ihnen die Info. Ja, weiß ich nicht. Sorry, wenn ihr das so seht, ey. Das will ich ja gar nicht. So, wo haben wir denn da? Genau, die hat uns ja jemand komplett weggesnackt. Schwabbel. Okay, ja, dann werde ich das ändern. Sorry. Das war auf jeden Fall nicht genervt. Wenn es so rüberkam, sorry. Also sollte gar nicht sein. Gerade ich jetzt auch, ja, hast du recht. Boah, der Tino, der bekämpft die hohe Kammer. Das ist doch unfassbar. Jedes Mal, wenn ich da hoch bin, sitzen die zwei da drin. Das ist genervt. Also. Hallo? Hallo? Darf ich hier schon die Äpfel verladen, weißt du dort? Ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Also, ich habe wohl auch schon Äpfel durch die Gegend fahren sehen. Ja, ich auch, aber ich weiß leider nicht, ob es eine Quest ist oder ob die das einfach als Ware verkaufen. Die verkaufen das, glaube ich, einfach als Ware. Ja? Ja, im Zweifel einmal beim Spediteur anrufen und einmal nachfragen. Weißt du, was aber ist? Die anderen, also ich weiß, dass das jetzt auch nicht nur einmal gewesen ist, sondern das zweite Mal passiert, glaube ich, auch gerade schon fast. Ah, okay. Na gut, dann rufe ich mal beim Spediteur an und frage da mal nach. Alles klar. Alles klar, danke, ciao. Bitte, ciao. Hey,
Da, Linga Hans von der Spedition da, wie kann ich helfen? Ja, moin Linga. Guck mal, hör mal, wie sieht's halt aus? Darf ich hier schon die Apfelpaletten bei dir verkaufen? Ja, klar. Geh mal runter damit. Echt jetzt? Ja, ja, klar. Cool, ja. Ich muss nur dazu sagen, ihr habt ja auch eine Quest mit eigener Produktion, die würde dann mit abgeschlossen werden können, wenn ihr die 5000 Liter zusammen habt. Haben wir doch schon. Oder? Ja, die haben wir schon. Okay, nee. War meine Kollegin nicht schon bei dir? Na, aber darüber haben wir nicht gesprochen. Also sie meinte nur, dass sie das irgendwie mit der Kammer schon geklärt haben. Da war ich dann nicht involviert in das Ganze. Was haben wir geklärt? Ne, das muss abgegeben werden. Mit der Wolle. Was für eine Wolle denn? Ihr habt ja Wolle abgegeben. Ja. Genau. Und da habt ihr ja einmal die 5000 Liter aus der Produktion abgeschlossen und einmal die 5000 Liter aus der eigenen, aus dem Tierstall. Ja, ja. Genau, das wollte ich so sagen. Ach, das wurde beides abgeschlossen. Das hast du beides auf abgeschlossen gesetzt, ja? Ich nicht, aber es wurde anscheinend auf abgeschlossen. Also das eine habe ich gemacht und das zweite war schon abgeschlossen. Also hat das wahrscheinlich der Kollege von mir gemacht, ja. Ah, alles klar. Genau. Okay, aber danke. Immer runter damit, aber Sie müssen aufpassen, also wo die angenommen werden. Denn alles verkaufen bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Äpfel. Doch, alles verkaufen, Apfelproduktion, Bioläden oder Kindergarten können Sie abliefern. Ja. Ne, okay, weiß ich Bescheid, danke. Ja, dann haben gerade die Literanzahl und dann mache ich die Quest. Alles klar, aber warte mal. Dann sind es. Na toll, 3000 Kilo steht jetzt hier. 500 Liter sind in einer. Warte mal eben. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Paletten habe ich. 6 Paletten. Wie viel Kilo haben Sie gesagt? 500 Liter. Ah, okay, also 3000. Ja. Ist erstellt, können Sie annehmen? Ja, einen Moment. Hallo! Wie geht's? Sehr gut, und Ihnen? Gut, danke. Darf ich mal kurz gucken? Ja. Wo kann ich die Quest annehmen? Ah, da. Mhm. Genau. Ja, alles klar, habe ich. Alles Dankeschön. Klar. Dann, wenn es zum Abgeben ist, einfach nochmal kurz Bescheid sagen. Mache ich. Jo, danke. Jo, tschüss. Tschüss. So, was kann ich für dich tun? Ja, ich wollte mal gucken, wie du das hier aufgeladen hast. Mit der Hand. Ah ja, 80 Kilo pro Palette. Also, sag mal, guck mal hier. Ja, Hulk würde von mir wegrennen, wenn er mich sehen würde, du. Ich verstehe das. Ja, nee, hast du fein gemacht, also, ne? Es tut mir nur leid, wenn... Das haben alle gemacht, deswegen habe ich gedacht, das wäre okay. Ja, alles gut. Oder was heißt alle? Euch habe ich nicht gesehen, aber so eine andere Funktion. Wir holen einen Schlepper, weil 80 Kilo wird man nicht mit der Hand aufladen können. Ja. Weil nicht auf einem Meter Hubhöhe. Aber hey. Ey, musst ein bisschen pumpen gehen. Ist richtig. Okay. Ja, dann verkauf mal deine Äpfelchen, ne? Mach ich. Tschüss. Tschüss. Ich hab Angst. Jetzt habe ich echt Angst, ey. Level up, wir haben 16 erreicht.
So schaut's aus, Online-Seiten. So schaut's aus. Dann werde ich das auch im RP verkaufen, ey. Das sag ich dir so, wie es ist, ey. Ich weiß, dass Stopp war, aber die will ich noch verkaufen. Und das sogar mit Blinksound, ja, stimmt. Level up, das ist richtig. Hallo, der Hans da von der Spedition. Moin, Meister, ist verkauft. Hi, ist verkauft, perfekt. Deine Meint. Und ist abgeschlossen. Cool, dankeschön. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. So, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.